Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Deutschland-Let's Play. Wir sind ja aktuell im Oktober 36. Der spanische Bürgerkrieg ist hier voll am Laufen, aber schon fast für die Nationalisten entschieden. Und wir bereiten uns hier auf einen Krieg vor gegen Polen. Entschuldigung, sind da im April, Ende März 37 haben wir da einen Kriegsgrund. Ich meine, ja, Ende März. Also müssen wir uns da demnächst dann auch schon mal entsprechend vorbereiten. Wir wollten uns jetzt die Templates angucken. Die Divisionstemplates. Also mir sind gestern noch so ein paar Dinge durch den Kopf gegangen. Einmal habe ich ja gestern Bereit zum Ausrücken. unter anderem hier eine Gebirgsdivision nach Spanien geschickt, vor dem gar nicht mal so blöden Hintergrund, dass er hier relativ Gebirge auch tatsächlich ist. Relativ viel Gebirge. Allerdings ist es ja auch so, dass wir eine relativ begrenzte Möglichkeit haben, Spezialeinheiten aufzustellen. Also man hat da ein begrenztes Kontingent. Und wenn ich dann schon Spezialeinheiten baue, dann baue ich in der Regel Fallschirmjäger. Insofern nimmt diese Gebirgsdivision jetzt hier ja viel von dem Kontingent weg, was ich vielleicht lieber anders nutzen würde. Und dann hätte ich die Gebirgsjäger-Division vielleicht lieber umwandeln sollen in Infanteriedivision und nicht hier runterschicken sollen und wo sie jetzt auch noch Erfahrungen sammelt. Ja, sei es drum, wir nutzen die Gebirgsjäger-Division jetzt natürlich, nutzen auch die Erfahrungen, die sie hier sammelt. Und da ich fast nie mit Gebirgsjägern spiele, kann ich jetzt auch mal testen. Ich teste ja auch schon ein bisschen motorisierte Infanterie in diesem Let's Play. Kann ich auch genauso gut die Gebirgsjäger noch ein bisschen nutzen. Ansonsten, ja, die Kavallerie-Division, die wir haben, ist auch so eine Geschichte. Kavallerie eignet sich ja hervorragend für das Besetzen von Gebieten. Die haben einen sehr, sehr hohen Suppression bzw. Unterdrückungswert. Können es mal kurz angucken. Also die Kavallerie hat einen Suppression-Wert von 2 in Unterdrückungswert und die Infanterie hat, meine ich, einen Wert von 1. Genau. Suppression oder Unterdrückung dient halt, ja, der Unterdrückung von Aufständen, von Partisanenaufständen. Deswegen eignet sich Kavallerie eigentlich immer sehr gut, um die in besetzte Gebiete zu stellen, wo sie dann verhindern sollen, nach Möglichkeit, dass die Partisanen da irgendwie aktiv werden. Wir haben jetzt eine Kavalleriedivision, allerdings bringt die mir jetzt als Kavalleriedivision nicht so unendlich viel. Ich brauche gerade noch keine Besatzungstruppen wahrscheinlich und eine Besatzungstruppe wird uns halt auch nicht weiterhelfen. Insofern wäre es eigentlich schlau, die Kavalleriedivision in eine Infanteriedivision umzuwandeln, weil eine Infanteriedivision mit vernünftigem Template bringt mir deutlich mehr als eine Kavalleriedivision. Könnten daraus auch noch eine zusätzliche Panzerdivision machen, mache ich aber glaube ich nicht, weil ich mit Angetreten. also 4 Panzerdivisionen reichen. Die wandeln wir gleich in eine Panzerdivision um auf jeden Fall. Und ja, wir gehen ja irgendwann sowieso auf mittlere Panzer und da müssen wir immer schauen, wie wir das machen. Also es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, noch eine leichte Panzerdivision auszuheben. Da wäre mir noch eine Infanteriedivision eigentlich gerade lieber. Ihre Befehle? Insofern wandle ich, glaube ich, mal die Kavalleriedivision in eine Infanteriedivision um. Und ja, der Rest kann so bleiben. Wir können das auch schon mal ein bisschen strukturieren hier, damit wir gleich dann schon mal uns aufstellen können für Polen. Das hier ist unsere erste Armee. Ich finde diese Farbe unglaublich furchtbar. Das ist ja schon fast Augenkrebs. Und können ja auch schon mal einen Infanteriegeneral vergeben. Nehmen wir doch Fedor von Bock. Mannstein und Rommel möchte ich für die Panzertruppe aufsparen. Obwohl, also hier werden wir dann gleich Guderian vergeben, wenn er aus der Spanien kommt. Und wir können hier eigentlich schon mal Mannstein und Guderian weiter leveln. Obwohl, wir können auch von Bock leveln, den brauchen wir eh. Ist eigentlich auch egal. Von Bock oder andere Generäle können ja maximal 24 Divisionen befehligen. Wir haben jetzt hier 31, also nehmen wir nochmal 7 Ihre Divisionen hier Befehle. raus und bauen dann schon mal unsere zweite Angetreten. Armee. Sehr schön. Zweite Armee ist das dann. Und die Farbe bleibt grausam. Und ja, bilden wir doch hier unsere Infanteriegeneräle aus. Das ist dann die erste Angetreten. Panzerarmee. Und die kriegt bei mir traditionell die Farbe rot.
Und da verkleben wir dann gleich Guderian, wenn er aus Spanien zurück ist. Hier können wir die schon mal trainieren lassen. Und die alle kommen dann in eine Heeresgruppe, die von Rundstedt dann übernimmt. Nennen wir es mal Heeresgruppe A. Und nach wie vor, diese Farbe ist grausam. Gut, haben wir das Ganze schon mal so ein bisschen strukturiert. Das ist dann das Oberkommando. Einfach schon mal ein bisschen Ordnung zu haben. Ja, leider haben sie in Hearts of Iron 4 die Komplexität, was die Armeestruktur angeht, deutlich runtergefahren. Finde ich sehr schade. Fand ich ein sehr schönes Element in Hearts of Iron 3. Konnte man viel nochmal rausholen. Super, super schade. Verstehe ich auch nicht. Ja. Wir wollten uns die Divisionstemplates angucken. Wir haben zwei Haupttemplates, das Infanterie-Template und das Panzer-Template. Infanterie-Template ist mehr für defensive, aber sehr, sehr wichtige Aufgaben notwendig. Sind in erster Linie dann dafür da, die Frontlinie zu halten, da keine Durchbrüche des Gegners zu erlauben. Ja, und generell für defensive Aufgaben einfach gedacht. Trotzdem extrem, extrem wichtig. Sieht hier auch schon sehr gut aus. Die beste Brigade für defensive Aufgaben ist tatsächlich dann auch die Infanteriebrigade. Ich würde hier aber gerne auf Gefechtsbreite 20 gehen, also packen wir noch eine Infanteriebrigade hier dazu. Und das ist dann quasi schon unser defensives, in Anführungsstrichen defensives Template. Einfach Infanterie, sehr schön. Und dann haben wir hier unsere Panzertruppe, eher offensives Template. Wir arbeiten hier, wie gesagt, mit motorisierter Infanterie, das hatten wir ja besprochen. Und dann mit den leichten Panzern. Wir hatten ursprünglich immer überlegt, ob wir mit den leichten Panzervarianten spielen, also zum Beispiel mit der Wespe. Macht grundsätzlich super viel Sinn, aber wir wollen jetzt ja irgendwann dann auf die Mediums umsteigen und da müssen wir jetzt hier nicht groß umbauen und umtecken. Ich belasse das jetzt erstmal dabei und wir schauen dann mal bei den Mediums, was wir da irgendwie rausholen können, würde ich sagen. Wird bei den offensiven Templates irgendwann gerne auf Gefechtsbreite 40 gehen, aber dafür haben wir jetzt die Army XP noch nicht und so unglaublich große, leichte Panzerdivision möchte ich gerade auch gar nicht aufstellen, weil wir irgendwann hier auf die Mediums gehen. Und in Polen reichen auf jeden Fall die 20er Divisionstemplates. Ja. Apropos, mal unsere Verfügungstruppe hier eine Panzerdivision ummodellieren. Ja. Reine motorisierte Infanterie brauche ich auf gar keinen Fall. Das Template werde ich auch nie nutzen. Gebirgsjäger. Ja, da würde ich gerne auch irgendwann auf mehr Gefechtsbreite gehen. Wir sind aber ein bisschen begrenzt, was die Möglichkeiten angeht, weil wir halt ein begrenztes Kontingent an Brigaden haben. Und wir kriegen ja auch noch Gebirgsjäger dann durch den Anschluss. Diese Alpenjäger-Division. Lassen wir das erstmal so und gucken dann gleich mal, wenn die vielleicht auch zurück sind aus Spanien. Die modellieren wir vielleicht später um, brauche ich gerade aber auch noch nicht. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Müssen uns rechtzeitig dann auch aufstellen hier für Polen, da schon mal ein bisschen den Plan dann irgendwann aufladen. Den Battleplan. Können wir gleich mal machen. Gucken wir jetzt vielleicht erstmal in Spanien hier. Das ist egal, das war das Chrom, ist auch egal. Ja, schauen wir mal weiter hier. Stehen hier oben Missing Equipment, das waren die Close Air Supports, das ist egal. Stehen hier oben in Spanien vor Barcelona, haben jetzt hier die Flanke erobert. Wir stehen in Barcelona, aber tatsächlich noch 6 Divisionen, die jetzt so zu attackieren, ist wahrscheinlich nicht so schlau, auch wenn die hier schon attackiert werden. Die dürften aber noch, es dürfte glaube ich nichts werden, vielleicht gucken wir uns hier nochmal die Flanke an. Wieder. Ja, immer noch die Russen hier in voller Offensive. So, haben jetzt hier den 4-Jahres-Plan erforscht. Wir müssen auch rechtzeitig dann, glaube ich, auf den Close-Air-Support hier gehen. Obwohl, das war ja ein 1940er-Modell, das können wir eh noch nicht, oder sollten wir eh noch nicht zu früh erforschen. Wir gehen jetzt erstmal hier noch ein bisschen runter. Wir können jetzt, glaube ich, Halmer Schacht einsetzen, aber der gibt nur Boni auf, ja. Zivile Fabriken und Infrastruktur brauchen wir gerade nicht. Raffinerien wollen wir zwar bauen, bauen wir aber gerade noch nicht. Ah, da fällt mir gerade ein, wir tacken ja den Medium Tank. Das heißt, wir sollten den Tank Designer demnächst einsetzen, bevor der durchgetackt ist.
Man hat ja hier für verschiedene Waffengattungen so Designer, zum Beispiel den Tank-Designer, und der gibt neben einem, ja, also der verringert einmal den, oder erhöht den Forschungsspeed. Das ist schon mal nicht schlecht, aber der gibt ja auch direkt Boni auf Panzer, zum Beispiel MAN, die ich eigentlich immer wähle, geben hier auf Reliability und Soft Attack nochmal einen Bonus, was sehr, sehr nett ist. Diesen Bonus bekommt man aber nur, wenn man den Tank-Designer eingesetzt hat, bevor man ein Modell erforscht hat. Die schon erforschten und aufgestellten Modelle, beziehungsweise die schon erforschten Modelle, bekommen diesen Bonus nicht. Also unsere leichten Panzer zum Beispiel würden von diesem Bonus nicht profitieren, sondern nur die Modelle, die wir dann noch erforschen, wo der Designer dann quasi, so kann man sich das erklären, dann ja quasi mithilft beim Design. Und wenn wir den Designer jetzt einsetzen, bevor wir den leichten Panzer erforscht haben, dann kriegt dieser Medium Tank Panzerkampfwagen 3 schon die Boni. Dementsprechend sollten wir dann demnächst, der Panzerkampfwagen hat noch ein paar bisschen Zeit, sollten wir demnächst den Tank-Designer da mal einsetzen. Das macht, glaube ich, Sinn. Also sparen wir jetzt die 150 Punkte für den Tank-Designer. Ja, die Russen rennen hier wieder gegen an, typisch russisch. Verluste sind da scheinbar egal. Ja, Barcelona in der Regel immer sehr umkämpft. Madrid fällt oft schneller oder fast immer. Haben schon ziemlich viel Air-XP hier. Müssen wir schauen. Man kann ja maximal 500 XP sammeln. Und wenn der Krieg hier noch ein bisschen dauert, haben wir wahrscheinlich 500 XP bald gesammelt. Und dann würden wir ab da an quasi umsonst sammeln. Das wäre auch Blödsinn. Sollten wir vielleicht uns überlegen. Man kann ja mittlerweile die XP auch dafür einsetzen, um die Erforschung von Doktrin zu beschleunigen. Also man kann dann hier 100 RXP quasi einsetzen und dann quasi ja mehr oder weniger halbieren dann die Forschungszeit. Und das sollten wir dann vielleicht auch machen, bevor wir jetzt hier umsonst RXP irgendwie sammeln. Aber so ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir bei 500 stehen. Aber nur schon mal ja, Hitler beleidigt wieder Polen hier. Nur schon mal, damit wir das auf dem Schirm haben. Vielleicht ist der Krieg auch schon vorher vorbei. Schauen wir mal. Sieht ja wirklich ganz gut aus hier. Ich kann eigentlich mal eine Gegenattacke wagen. Die Orga der Russen ist zumindest sehr niedrig. Ja. Spanier sind hier sehr gut aufgestellt. Schukow tatsächlich. Krass. Die haben sogar den besseren General hier stehen. Schukow schon Stufe 5. Guderian übrigens bei 30%, also braucht noch ein bisschen. Haben jetzt zwar die Luftunterstützung, aber sind mit Schukow sehr gut aufgestellt da. Das brechen wir mal ab. Also wir sind sehr gut aufgestellt hier insgesamt, wenn wir noch Schukow hier haben. Tja. Könnten die Truppen jetzt abziehen und die hier irgendwo einsetzen, weil die da vielleicht mehr bewirken können. Tja. Wahrscheinlich attackieren die Russen gleich wieder, ja. So kann man halt auch Erfahrung sammeln. Bisschen billig, aber gut. Vielleicht ergibt sich ja gleich die Möglichkeit für eine vernünftige Attacke. Vielleicht hier. Die sind auch schon relativ runtergegrindet. Wo die auch 4 Divisionen da jetzt stehen haben. Wie sieht das da aus? Das sieht aber sehr gut aus. Ah, jetzt kommen wir aber wieder in diese kleine Falle rein, wenn wir Pech haben. Könnten uns jetzt hier gleich wieder kesseln lassen. Müssen wir im Zweifel und schnell zurückziehen. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, dass man seine Division hier nicht verliert in Spanien. Müssen jetzt gleich aufpassen, also nicht einfach auf Gerona jetzt hier zu marschieren. Die Radsporthauptstadt Gerona. Beziehungsweise, glaube ich, generell viele Sportler, die hier trainieren. In der Nähe der Pyrenäen dann. Nur mal so am Rande. Okay. Weiter, weiter!
Ja, die Russen, die laufen hier wieder Sturm. Und die 6. Division in Barcelona haben sich scheinbar zurückgezogen. Können jetzt also Barcelona? Ja, haben wir schon. Wow. Die 6. Division könnten dann auch gleich Geschichte sein. Geht sehr gut voran hier in Spanien. Madrid steht aber immer noch, auch mit russischen Divisionen hier scheinbar. Ja. Können jetzt helfen, diese 6 Divisionen auszuschalten, ehrlich gesagt. Ja, sind halt doch nur 6 Divisionen. Ja. Warten wir vielleicht noch einen Moment. Wir dürfen auch nicht vergessen, uns rechtzeitig hier für Polen tatsächlich aufzustellen, auch die Battle Plans, wie ich schon sagte, aufzuladen. Also unsere erste Armee, die können wir eigentlich schon mal, kann ja noch weiter trainieren. Können wir sie aber schon mal hier aufstellen und auch schon mal so einen Battle Plan aufladen. Und unsere zweite Armee. Entweder wir stellen die hier mit zu oder wir stellen die hier in Ostpommern auf. Sagen wir, stellen die hier mal in Ostpommern auf. Und unsere Panzerdivisionen, die würde ich mal aufteilen tatsächlich. Die können dann hier irgendwie so vorstoßen. Oder wir lassen die auch direkt komplett von Ostpommern. Ich glaube, wir lassen die mal hier direkt in Ostpommern. Komplett losmarschieren, vielleicht hier so auf, ja, Warschau. So in etwa stelle ich mir das vor. Können sich jetzt schon mal entsprechend aufstellen, den Battleplan aufladen, bevor wir das vergessen. Müssen rechtzeitig dran denken, die dann nicht mehr trainieren zu lassen. Wie sieht das jetzt hier aus? Können wir da vielleicht doch nochmal attackieren? Ja, die 6 Divisionen sind da gleich Geschichte. Und wir haben hier unsere Militärfabriken mehr oder weniger durchgebaut schon einmal. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein paar mehr bauen. Unsere Produktion ist noch nicht ganz zufriedenstellend. Wir können jetzt hier in 70% Infrastrukturregionen mal anfangen zu bauen. Wir kriegen jetzt hier zwar gleich wieder Bauslots in den 80% Regionen mit dem entsprechenden Tech, aber in den 70ern können wir auch bauen. Wie gesagt, erstmal noch ein paar Militärfabriken, bevor wir dann irgendwann auch Raffinerien bauen. Gut. Sieht ja ganz gut aus. Gleich den Tank-Designer einsetzen und die Mephobills melden sich auch mal wieder zu Wort. Dürfte ja das letzte Mal sein. In einem halben Jahr dürften wir dann ja schon im Krieg mit Polen sein. Vielleicht sogar schon beendet haben. Wer weiß. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind die Mephobills dann, glaube ich, Geschichte. Guderian ist jetzt hier schon bei über 30%, aber ich glaube, Skillstufe 5 wird sehr schwer zu erreichen. Ich glaube, so lange geht der Krieg nicht mehr. Mal schauen. Neuestes Mal ein Spiel, da lief der spanische Bürgerkrieg noch, als schon der Zweite Weltkrieg im Gange war, also 39 noch. Manchmal lassen sich dann wirklich Zeit. Zumal dann auch die ganzen Truppen abgezogen waren. Zumindest die Italiener und die Deutschen hatten ihre Truppen dann abgezogen. Sowjets waren da, glaube ich, noch im Gang, aber vielleicht auch nicht so erfolgreich, weiß ich nicht. Lief auf jeden Fall relativ lang, der Bürgerkrieg dann. Diesmal wird das, glaube ich, nicht so lange dauern. Obwohl sie jetzt hier schon wieder weiter erobern, ne? Die standen ja schon vor Madrid, meine ich, und haben sich jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft. Aber hier oben ist es halt gleich entschieden. So, jetzt haben wir hier auch eine ganz interessante Entscheidung. Also irgendwann demnächst auch mal Air Innovations gehen, aber wir können uns erstmal noch ein paar Fabriken holen. Wir könnten uns jetzt hier Militärfabriken demnächst holen. Den War Support, den man dafür braucht, haben wir. Oder halt zivile Fabriken. Ja, ausgehend von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass uns Militärfabriken am ehesten weiterhelfen gerade, macht das vielleicht mehr Sinn. Andererseits kriegen wir hier 12 Fabriken, für die wir quasi nichts investieren müssen, die wir zumindest nicht bauen müssen. Und haben dann noch die Möglichkeit, den Research Slot uns zu holen, wenn wir schon mal da sind. Nicht so leicht. Ja, hier würden wir noch Infrastruktur in 4 Regionen maximal ausgebaut bekommen.
schon reizvoll mit diesen 6 Militärfabriken nochmal oben drauf. Ich glaube, wir gehen trotzdem mal hier. Vielleicht auch mit unserem Forschungsmalus, den wir hier haben. Forschen ja deutlich langsamer als die anderen Staaten. Ist vielleicht der Forschungsslot dann gar nicht so verkehrt, den relativ früh zu haben. Sieht da sehr gut aus. Oh ja, die Mephobits, nicht vergessen. Es droht immer, dass man die vergisst. Und ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ist wie gesagt kein Drama, aber muss auch nicht passieren. Können wir nochmal mitnehmen, bevor wir in den Krieg gehen. Gleich den Tank Designer. Das haben wir jetzt auch genug Punkte für. Schon mal sehr gut. Und eine Militärfabrik. Na komm. So. Produktion, wie sieht's hier aus? Wir brauchen auf jeden Fall Jäger, ganz dringend. Brauchen auch noch ein paar Panzer. Würde ich vielleicht nochmal einen vergeben. Dann aber unbedingt Jäger produzieren. Jetzt fehlen schon für 2 Schiffe, fehlt jetzt hier schon Chrom. Es lohnt es sich schon fast, demnächst mal eine Fabrik zu opfern, zumal wir ja bald 6 Fabriken kriegen. Aber andererseits, Marine ist mir gerade echt Latte. Ändert sich später dann vielleicht nochmal, aber aktuell ist mir die Marine wirklich Latte. So leid es mir tut. Ich bin ja so ein bisschen Marine-Fetischist, aber hier brauche ich sie gerade wirklich nicht. Das heißt Fetischist, also Seefahrt allgemein fasziniert mich oder Schiffe faszinieren mich, aber aktuell helfen die uns leider nicht weiter. Greift weiter an! So, das ist schon mal erobert jetzt hier. Und jetzt können wir uns hier mit den Russen anlegen. Kurz mal die Orga hochticken lassen. Haben jetzt hier schon Erfahrungsstufe bekommen. Guderia mittlerweile bei über 50%. Die haben sich hier schon mal aufgestellt. Sehr gut. Ja, die Polen haben ja auch ein bisschen was stehen, sollten aber eigentlich machbar sein. Also hat hier noch nie Probleme mit. Achtung! Könnten hier auch einen Trade vergeben, scheinbar. Ja gut. Guria Fighter, der ist nicht so sinnvoll. Haben ja eine begrenzte Anzahl an Trades, die man vergeben kann. Und da gebe ich dann später lieber einen anderen Trade. So. Können hier mal mit attackieren. Ausrücken. Haben wir immer noch die Lufthoheit bzw. Luftunterstützung. Sehr gute Generäle. Einen sehr guten General, den die Russen jetzt hier auch haben. Auch ein 4er General. Haben die Russen scheinbar das gleiche vor wie wir. Ja, die guten Generäle schon mal zu leveln. Schade. Gehen wir hier mal in die Flanke vielleicht. 2 weitere Divisionen, das ist sehr gut. Das sieht schon besser aus. Viele Männer haben wir echt mittlerweile im Feld. Ja, fast 470.000. Also Anschluss ist auf jeden Fall 38 möglich. Also quasi historisch dann. Muss natürlich auch gleich mal, was die Priorität angeht, vielleicht weg von Truppen ausheben, dann auch wirklich zu... also wir hatten ja hier, was das Gerät angeht, totale Priorität auf das Ausheben von Truppen gelegt. Und müssten das demnächst dann aber mal für Reinforcements dann auch die Priorität legen, glaube ich. Weil wir dann im Krieg natürlich auch unsere vorhandenen Truppen entsprechend wieder verstärken wollen. Aber erstmal können wir noch ein bisschen ausheben. Januar mittlerweile schon. Die Mephobits hatte ich angeklickt, ja. Der Krieg rückt näher. Aber wir haben uns ja auch schon entsprechend aufgestellt. Der Plan lädt hier schon auf. Also wir sind quasi vorbereitet. Ja, das sieht ganz gut aus. Im März
war der Kriegsgrund fertig produziert. Auf geht's! Mir fällt gerade auf, Guderian wird wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig für den Polenfeldzug zurück sein. Deswegen können wir hier in der Befehle. Panzertruppe auch mal einen anderen General, können wir schon mal von Mahnstein vergeben. Denn, also Guderian und beziehungsweise die Freiwilligen werden ja automatisch zurückgeschickt, sobald wir in den Krieg kommen. Also sobald wir selber im Krieg sind, werden die Freiwilligen alle wieder abgezogen und hier zur Verfügung gestellt. Aber es dauert ein bisschen, bis Guderian tatsächlich da ist und deswegen vergebe ich jetzt erstmal Mahnstein, ist ja auch ja genauso gut. Greift weiter an. Sind jetzt gleich bei 500 RXP. Das heißt, wir werden gleich die mal nutzen, bevor wir da jetzt umsonst sammeln. Kriegen jetzt ja auch gleich einen Forschungsslot. Und der Krieg rückt näher. Sehr schön. Ja, eigentlich sehr schön, dass sich der Bürgerkrieg jetzt hier doch ein bisschen zieht. Also die haben sich hier wieder Luft verschafft. Allerdings nutzt das uns jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel, weil wir ja uns gleich zurückziehen nach Polen. In Anführungsstrichen zurückziehen. Bereit zum Ausrücken. Ja. Aber trotzdem ganz gut. Man hat es auch schon, wie gesagt, ich habe schon erlebt, dass sich der Krieg sehr lange hinzieht. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass das irgendwie gefühlt so ein Monatsding war. Das war dann sehr ärgerlich, weil man dann quasi gar nichts mitgenommen hat. Wir haben jetzt zwei Texte hier durch. Ja, auf jeden Fall Produktionseffizienz. Und wie gesagt, eine eher Doktrin jetzt. Um die Air Experience zu nutzen. Normal wird es jetzt 327 Tage dauern. Hier würde es jetzt nur 144 Tage dauern. Also sogar mehr als halbieren tut man die Forschungszeit unter Ausnutzung von 100 XP hier. Machen wir auf jeden Fall. Und ja. Sind sowieso sehr gut und sehr wichtig auch diese Air-Doktrin. Luftüberlegenheit bzw. Luftwaffe sowieso super, super wichtig in diesem Spiel. Wollen wir auf jeden Fall auch durchtecken, die Air-Doktrin. Früher oder später. Insofern ist das auf gar keinen Fall verschwendet hier. Hat jetzt hier schon die zweite Erfahrungsstufe erreicht. Die Einheit, Veteraneneinheit jetzt schon. Und der Krieg rückt jetzt näher hier. Ich werde jetzt hier gleich nochmal einen Cut setzen. Den Teil hier gleich mal beenden. Und dann sehen wir uns dann tatsächlich gleich zum Polenfeldzug wieder. Jetzt noch mal kurz weiterlaufen bis März jetzt hier auf jeden Fall. Ist dann aber ein guter Zeitpunkt für einen Cut, würde ich mal sagen. Haben jetzt den Teil erobert. Und können dann hier gleich helfen, tatsächlich nochmal eine russische Division auszuschalten. Angetreten. Orga mal kurz hochticken lassen und dann attackieren wir hier wieder. Na, hat aber immerhin Guderian dann doch über 60% Erfahrung hier mitgenommen in Spanien, schadet nicht. Und die EXP haben wir sowieso bekommen, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier wieder einzugreifen. Abstand halten. Und die Division haben sowieso gelevelt, also sehr, sehr gut. Aber der Angriff ist jetzt nicht so erfolgreich hier. Das dürfte immer noch das Chrom sein, ja. So. Ja, ich warte jetzt. Ich lasse mal kurz durchlaufen, bis wir den Kriegsgrund dann haben. Und dann würde ich einen Cut setzen. Zuhören. Können jetzt hier noch einmal attackieren, bevor es nach Hause geht, dann gleich. Ausrücken! Ups. Ja, die haben sich wirklich freigekämpft hier nochmal. Verrückt. Geht es richtig voran hier. Die Russen, die machen hier, glaube ich, richtig Druck auch. Können jetzt hier sogar Pech haben dafür, dass ich mich... Okay, nee. Das ist ja ein Timing. Ich wollte gerade sagen, wir können sogar noch Pech haben.
gerade wenn wir jetzt hier auch weg sind, dass sich das Blatt noch wendet und wir am Ende hier wirklich noch die Republik Spanien haben, die der Kommentaren beitreten. Aber jetzt war es dann doch scheinbar vorbei. Ich meine, wir hatten Barcelona erobert. Die haben jetzt wahrscheinlich doch gerade Madrid dann noch genommen. Aber ist ja ein gutes Timing. Wir wollten unsere Truppen jetzt eh zurückziehen. Und da haben wir auch unseren Kriegsgrund. Also genau an diesem Tag ist auch der Bürgerkrieg vorbei. Perfekt. Also einen besseren Cut kann es ja eigentlich gar nicht geben für dieses Video. Ja, wie gesagt, gleich dann der Feldzug gegen Polen. Also geht gleich mit Action weiter hier. Ich setze hier, wie gesagt, kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich quasi in Polen wieder. Also bis dann. Ciao.